trinken die Leute, in Lichtenegg trinken die Leute viel mehr als in Wien. Also, kein Vergleich. Wenn du in Lichtenegg mit einer lustigen Partie unterwegs bist, kannst du schon mal sein, dass du Flaschen Schnaps trinkst. Also jeder. Oder zum Beispiel Spritzer. Gibt es in Burgenland einen Meterspritzer? Ja. Also für die, die es nicht kennen, ein Meterspritzer ist da ein Holzbrill, das ein Meter lang ist, wo genau 11 Spritzer aufpassen. Das gibt es in Lichtenegg nicht. Da kriegst du nur Quadratmeter. Deswegen finde ich das so lustig, wenn ich bin mit meinen Freundinnen unterwegs bin und die sagen dann so, ich will ja nicht angeben, aber ich vertrage schon einiges, ja, also 3 Jägermeister gehen bei mir locker. Die gehen mal, hä, wo ist 3 Jägermeister? 3 60er-Schachteln, oder was? Nein, die hat 3 0,02 Liter Flaschen gemacht. Da kriegst du ja keinen Rauschzahn. Das sind homöopathische Potenzen. Das trinke ich, damit ich keine Corona kriege. Ich kann mich noch an meinen ersten Jägermeister erinnern. Den hat mir damals in Lichtenegg beim Zeltfest meine Cousine gezahlt. Die war nämlich schon 18, weil ich war jünger. Und ich weiß noch, da sind wir da gestanden an der Bar. Jetzt haben wir einen 60er Karton Jägermeister hingestellt, einen Quadratmeter Bacardi zum Nachschwarm. Und dann haben wir geübt, bis gegangen ist ohne Husten. Die Schöne hätte ich meinen 12. Geburtstag nicht feiern können.